ICF-Freudlingen Podcast. Mega cool, dass ihr da seid. Mega cool, dass ihr eine Badewanne zerlegt habt. Ja, das war eigentlich der Einstieg fürs Interview. Ihr macht lauter Zeug mit Badewannen, warum? Ist ein gutes Objekt, um es zu transformieren. Also hat sich bei vielen Sachen angeboten. Sei es als Seifenkiste oder als U-Boot oder als Drohne, wo man sich schön reinsetzen kann und rumfliegen kann. Gibt's macht das? Tatsächlich manchmal einfach Sinn. Also. Man muss ja die Karosserie da nicht mehr bauen, ist ja schon da. Ja, okay, aber ich war trotzdem eine Badewanne. Also das wäre jetzt nicht so meine erste Idee gewesen, als Objekt damit rumzufliegen. Wir haben ja mega krasse Dinge jetzt gerade auch in dem Clip gesehen und dafür seid ihr auch berühmt geworden. Fliegende Badewannen und all das Zeug, was ihr so gemacht habt. Aber so hat es ja irgendwie auch nicht angefangen mit euch. Rückblickend jetzt, was würdet ihr sagen, was war euer Favorite-Projekt? Ich glaube, ich würde es in zwei Kategorien unterteilen. Weil einmal begeistern mich immer so die technischen Sachen. Also diese fliegende Badewanne zum Beispiel ist auf jeden Fall da mein Lieblingsprojekt. Und ich mag immer die Projekte, wo einfach Leute dabei sind, Spaß haben, so die einfach Bock machen. Und da war es, glaube ich, die Seilbahn, die wir am Anfang gebaut haben. Und also am Anfang die Seilbahn, aber ich fand die nach dem Hornbach sehr, sehr krass, muss ich sagen. Weil da waren ja wirklich also ganz viele Leute dabei. Es gab eine richtig heftige Deadline. Alle waren fokussiert und haben wirklich Gas gegeben. Man muss schon sagen, am Anfang, als man das gesehen hat, sah das schon sehr unwahrscheinlich aus, dass es klappt, so wie es oft ist. Weil einfach draußen waren die ganzen Lagerdächer, von oben soll es runtergehen, in die Halle rein. Dann gab es ein separates Team, was ein Looping gebaut hat, wo man auch nicht gesehen hat, okay, klappt das? Und am Ende hat alles irgendwie zusammengepasst. Das war schon also echt. Für die, die es nicht wissen, wir haben so eine Achterbahn im Hornbach gebaut in 48 Stunden. Guter Punkt. Also, wenn ich an heute Morgen denke, dann scheint das Methode zu haben bei euch. So ein bisschen Achterbahn der Gefühle. Am Anfang nicht wissen, ob es klappt. Nein, Spaß. Ihr seid heute Morgen erst angereist und wart wirklich so ganz kurz vor 11, hat es geklappt. Und deshalb jetzt nicht den kleinen, sondern den Riesenapplaus, dass ihr das gemacht habt. Hammermäßig, echt. Ja, jetzt, wir haben uns gedacht, wir beiden machen das Interview. Er ist jung, ich sehe gut aus. Ich dachte, das passt dann, wenn wir das so machen. Nee, Spaß, wirklich. Wir haben euch gar nicht vorgestellt. The Real Life Guys. Wollt ihr euch selber kurz vorstellen? Mach du. Ich bin der Johannes. Ich bin jetzt 27. Und genau, ich habe vor, es müssen jetzt, glaube ich, 8 Jahre sein, fast, mit meinem Bruder zusammen den YouTube-Kanal gegründet. Ja, eigentlich war unser Plan wirklich einfach nur, coole Sachen zu machen nach dem Abi. Andere gehen nach Neuseeland, wir haben gedacht, wir machen alles, was wir jemals sonst so machen wollten. Ein Flugzeug bauen, U-Boot bauen, so Sachen. Und das haben wir dann durchgezogen, ja. Ja, ein Flugzeug bauen. Also normale Jungs wollen ein Modellflugzeug bauen. Nee, in Wahl willst du fliegen. In Wahl willst du fliegen und du traust dich noch nicht, das dann umzusetzen, richtig. So, ah, das ist die Sache. Das ist ganz schön deep. Von was hast du geträumt als kleiner Bub? Boah, gute Frage. Ich glaube auch von schnellen Autos oder sowas. Ich habe immer davon geträumt, auch Motorrad zu fahren. Den Traum habe ich mir tatsächlich verwirklicht. Ja, schon auch so ein bisschen in die Richtung tatsächlich. Nur ich glaube, habe ich mir nicht zugetraut zu fliegen. Motorrad war dann noch, ja, ging dann noch. Ja, und da fliegst du hoffentlich nicht. Ey, ich habe einen Clip gesehen, wie das angefangen hat mit euch. Ihr habt ja nicht irgendwelche technisches Zeug oder so am Anfang gemacht. Naturfilme. Also im Prinzip ist es ja so, ne, dass der YouTube-Kanal am Ende daraus entstanden ist, dass so zwei Hobbys ineinander geflossen sind, die einfach gut zusammen gepasst haben. Es gab halt uns, die wir angefangen haben, irgendwelche komisches Zeug zu machen. Und da war halt kaum jemand dabei. Und dann hatten wir noch unsere DVD, die haben wir zusammen gemacht, das war das Erste, was wir zusammen gemacht haben. Die Brut des Haubentauchers, nee, was? Ja. Ja, also eine DVD über den Haubentaucher, die gibt es auch immer noch, falls es jemand interessiert, wie wir angefangen haben. Und da war es dann praktisch so, man hat ja eh gefilmt und dann halt, um Leute zu motivieren im Freundeskreis, das, was wir sowieso schon zum Spaß gemacht haben, zu filmen und dann halt zu verteilen und ist dann immer größer geworden.
Also bei den, also wir haben tatsächlich so wilde Tiere halt draußen gefilmt und daraus Videos gemacht, aber es war halt immer sehr traurig, weil das nur die Leute im Altenheim interessiert hat. Also wir sind wirklich in Altenheim gegangen, haben da unsere DVDs verkauft und alle in unserem Alter hat es nicht interessiert, was ich sehr schade finde, weil ich finde es bis heute ein sehr schönes Hobby. Aber dann haben wir irgendwann halt die anderen Sachen gefilmt, die wir sonst so gemacht haben, und es ist deutlich besser angekommen und dann ist das andere immer mehr in den Hintergrund geraten, ja. Was war eure Motivation, also gerade eher die jüngere Generation zu erreichen, dann mit den Videos, oder was war eure Motivation dahinter? Am Anfang ging es um den Freundeskreis. Also für die, weil wenn man erzählt hat, hier, wir sind gerade mit dem Floßbahn reingefahren oder haben irgendwo eine Seilbahn über einen Steinbruch gebaut, die meisten fanden das okay. Aber dann, wenn man vorher gesagt hat, hey, wir holen jetzt ein Seil aus irgendeinem See raus, damit wir das entsprechend spannen können, dann war halt, da hat es halt aufgehört. Und so ein Video kann das viel besser vermitteln, wie cool das eigentlich ist. Ich glaube, es wäre gut, wenn es Film gäbe. Manche Sachen würden wir euch ja auch so nicht glauben, ne? Stimmt. In dem Clip gerade, mein Job ist Deep Talk, deshalb ich muss immer Stimmung killen. In dem Video gerade sagt der Philipp, ihr seid gestartet eigentlich schon mit der Idee, Menschen raus aus dem Digitalen zu holen. Oder raus aus dem Handy zu holen und rein ins echte Leben. Jetzt ist das Ganze ja aber ganz schön schizophren. Also ihr benutzt die digitale Welt, um Menschen aus der digitalen Welt rauszuholen. Wie würdest du es machen? Also ich habe mir gedacht, ich gründe eine Kirche. Spaß, nee. Nee, tatsächlich, wir haben unglaublich viel auch mit dem Leiter unserer Jugendarbeit darüber nachgedacht. Ich finde den Ansatz schon mega krass, weil es tatsächlich ja auch das Medium ist, wo du die Leute berührst. Und trotzdem hast du den Ansatz aber, sie rauszuholen. Und was ich mir überlegt habe, ist, gibt es für euch jetzt diesen Zwiespalt überhaupt? Also ist digitale Welt und Real Life was Unterschiedliches? Oder ist für euch auch die digitale Welt real life? Ich glaube, die Frage werden wir unterschiedlich beantworten. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich gerade bei, keine Ahnung, Instagram, TikTok, sowas eine ganz große Gefahr sehe, sag ich mal. Und wo ich mir auch am Anfang, haben wir uns sehr schwer getan, überhaupt jetzt so Reels und sowas zu machen, da aktiv zu sein. Weil wir auch gesagt haben, an sich will ich gar nicht, dass jetzt Leute wegen uns zum Beispiel anfangen, Reels zu gucken, weil irgendwie bleiben da viele hängen und dann verschwenden die da ihre Lebenszeit. Aber trotzdem ist es so, dass die meisten Leute eben mittlerweile da sind, also ganz, ganz viele Jugendliche, so wenn ich mitkriege, wie viel Bildschirmzeit so viele Kinder haben, so dann verbringen die da ihre Zeit. Und da ist, glaube ich, auch das einzige Video, die du wirklich da abholen kannst, ist halt dann auch so Videos zu machen und denen zu sagen, ey, guck mal, wenn du rausgehen würdest stattdessen, so, dann kannst du da was Cooles erleben. Genau, aber ich bin nicht komplett dagegen, irgendwie Videos zu gucken oder, keine Ahnung, was Sinnvolles mit seinem Handy zu machen oder so. Also ich denke, es hat alles irgendwo seinen Platz. Ich denke, es sollte nur nicht das eine das andere irgendwann verdrängen. Und das sieht man immer mehr, denke ich, dass die Leute immer weniger rausgehen. Wenn man jetzt bei solchem schönen Wetter am See ist, so früher war es da voll, heutzutage ist ja kaum noch jemand. Das stimmt. Wie viel ist an euren Videos wirklich real und wie lange wartet ihr ab, bis dann das entsprechende Video kommt? Du hast gesagt, mit dem Looping beim Hornbach war gar nicht klar, ob es funktioniert. Hat es immer wirklich nicht funktioniert? Klar. Also oft ist es so, ne, man versucht es einfach, man nimmt sich was vor und es ist immer sehr, sehr gut geführt, dass es dann klappt, muss man ja an der Stelle sagen. So. Okay, also alles echt. Ich sag schon, das meiste ist echt. Manchmal muss man ein bisschen nachschieben, aber im Prinzip funktioniert das meiste so, wie es aussieht. Okay. Eure Geschichte als Real Life Guys ist mega krass und wenn man euch heute sieht und hier auf der Bühne, ihr seid jung, ihr seid fresh und mitten im Leben viel Erfolg, aber eure Geschichte war bei weitem nicht nur happy clappy. Ihr musstet ganz schön harte Dinge er- und durchleben. In dieser Zeit, wo einfach alles so mega gut gelaufen ist, war es ja dann tatsächlich so, dass es Situationen gab, die richtig scheiße waren. Erstens die Sache mit meiner Schwester, das habt ihr ja alle mitbekommen. Ich glaube, das, was am Ende übrig bleibt, sind eigentlich einfach nur die Erinnerungen an die ganzen schönen Zeiten und an alles, was man zusammen gemacht hat. Dann Philipps Krebsdiagnose. Ich habe jetzt, glaube ich, vor etwa einem halben Jahr meine dritte Krebsdiagnose bekommen. Es ist mega schwer für uns alle. Man will seinen besten Freund so nicht sehen.
er wird halt eine riesen Lücke hinterlassen, die noch niemand füllen kann. Jeder Mensch hätte Angst, jeder Mensch wäre verzweifelt. Ich mache die Doku nicht, weil ich jetzt zeigen will, boah, ich bin so ein geiler Typ, ich bin so stark irgendwie, weil das bin ich wirklich nicht. Und von mir aus würde ich, glaube ich, nur noch in meinem Zimmer liegen und denken, boah, mein Leben macht überhaupt keinen Sinn so. Wenn er noch einen Plan für mich hier auf der Erde hat, solange er den Plan hat, wird er mich da durchtragen. Und das ist voll schön einfach zu wissen. Und das mache ich mir dann jeden Morgen auch echt so bewusst. Ja, voll krass, mega emotional auch der Clip. Könnt ihr noch mal kurz erzählen, wie das mit Philipp war, so eine kurze Beschreibung? Philipp hatte schon relativ jung, das war in der 4. Klasse, glaube ich, das erste Mal eine Krebsdiagnose. Ist dann irgendwann wiedergekommen, ist auch wieder weggegangen, also er hat so eine alternative Therapie gemacht. Und dann beim dritten Mal, als er es gekriegt hat, war dann relativ schnell klar, dass es da nur noch also palliative Therapien gibt, die ein bisschen schmerzlindernd sind, aber auch nicht viel mehr. Genau, und die meisten Videos sind da aus der Zeit jetzt. Bei der zweiten Diagnose hatten wir auch schon YouTube gemacht, hat Philipp aber nicht so viel drüber geteilt. Und in der Zeit hat er sich dann entschieden, die Leute da mitzunehmen in die Zeit, weil er eben bei sich erfahren hat, sodass ihm der Glaube so mega krass viel Kraft gibt und da einfach das Bedürfnis hatte, das mit anderen zu teilen, die ja auch, also es gibt so viele, die uns dann geschrieben haben, dass sie irgendwas Ähnliches erlebt haben, dass sie auch Krebsdiagnosen haben. Genau, und da wollte er die Hoffnung einfach weitergeben. Ja. Mega cool. Was auch noch eine Sache war, du hast es vorhin gesagt, so ob wir alles zeigen, was real ist. Was ja auch eine Sache war, dass sehr viele Leute auch uns geschrieben haben, hey, voll krass, was ihr macht. Und man hatte ja das Gefühl, okay, hier ist alles super. Aber das war uns ja auch wichtig, dass man sieht, es ist eben nicht immer alles super. Und also das sind die Sachen auch, die uns dann bewegt haben und die wir dann geteilt haben, entsprechend. Wir haben uns wirklich gezeigt. Ja. Alles super, es ist für mich ein Stichwort, eine Frage, die ich mir oft gestellt habe in den letzten 3-4 Jahren. Ihr seid noch jung, ihr seid extrem aktiv. Ich meine, die Videos, die sprühen vor Leben, das, was ihr macht, das ist super aktiv. Mal ganz ehrlich, nervt es eigentlich, wenn man als so junger Mensch ständig mit dem Tod konfrontiert wird? Geht es euch auf den Keks oder? Also ich würde schon sagen, das nervt, aber ich glaube, dass es sehr wertvoll ist. Also ich glaube, also gerade das erste Mal, also beim Abschluss von meiner Schwester, also vorher habe ich das komplett verdrängt, das Thema, da hat mich das schon sehr schockiert und ist mir auf einmal bewusst geworden, dass jeder Mensch irgendwann sterben muss und man das so immer vor sich her schiebt und man denkt so, ja, dauert doch ewig. Und jetzt auch nach Philipps Tod würde ich schon sagen, dass sich da bei mir viel geändert hat, gerade so was meine Prioritäten im Leben angeht. Also es gibt echt oft so Momente, wo ich mir so denke, also für mich fühlt sich das auch irgendwie so an, wie als wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ich sehr alt werde, auch nicht so hoch, wenn meine Geschwister schon so früh gestorben sind. Ich weiß, es ist wahrscheinlich dumm, aber es ist trotzdem, ich habe das immer so sehr vor Augen. Also ich denke oft nicht, dass ich wirklich alt werde. So. Von daher, lebt man sein Leben dann anders. Oder ich denke, selbst wenn man jetzt, 70, 80, 90 wird, ist es am Ende trotzdem nicht so viel Zeit. Und dann macht man sich doch schon mehr Gedanken, was vielleicht die Dinge sind, die wirklich zählen. Mich hat es tief berührt in dem Film. Das war jetzt mein Eindruck. Ob es so stimmt, weiß ich nicht. Du darfst gern sagen, wenn's falsch ist. Aber es kam für mich so rüber, als ob gerade bei dem Tod eurer Schwester, beim Philipp, so ganz schnell irgendwie es Klick gemacht hat und er ist sofort in diese Glaubensebene eingetaucht und hat da auch Antworten gefunden. Und du hast es ja auch mal angesprochen in dem Interview und hast gesagt, hey, bei mir sind viele Fragen. Und mich hat das tief beeindruckt, dass du auch mit diesen Fragen ehrlich warst. Hast du da heute mehr Antworten als damals oder wo stehst du da heute? Doch, auf jeden Fall. Also gerade am Anfang war ich da schon auch eher wirklich dagegen, weil ich so gedacht habe, so alle Christen oder gibt auch viele von der Sorte, aber die sind irgendwie langweilig, haben keinen Spaß mehr im Leben. So, von daher hatte ich gedacht, fand ich es nicht so cool, dass Philipp sich da mehr mit dem Thema beschäftigt hat. Das hat dann bei mir relativ lang gedauert, bis ich mich dafür, also ist auch über was anderes gekommen, so dass ich dann irgendwann auch zum Glauben auf jeden Fall da gefunden habe. Aber auch gerade durch Philipps Tod würde ich sagen, dass ich vieles nochmal hinterfragt habe oder an vielen Punkten mir auch jetzt noch oft Gedanken mache, so
Ja, also ich weiß nicht, manchmal, also vorher hatte ich schon sehr stark so das Gefühl, okay, Gott ist halt ein guter Gott, so der will das Beste für uns und das ist auch so das, was ich denke, das Beste ist. Ich muss ehrlich sagen, jetzt, dass es da eben so war, dass ich dann gesagt habe, ich hätte es mir anders gewünscht und scheinbar sind Gottes beste Pläne doch sehr unterschiedlich manchmal von dem, was unsere besten Vorstellungen sind. Genau, und das so anzunehmen und akzeptieren ist nicht immer einfach, aber ich bin trotzdem wieder, also mir ziemlich sicher, dass Gott irgendwie das Beste aus allem macht, ja. Und ich denke, wenn man die Ewigkeit dann vergleicht mit dem Leben jetzt, spätestens dann wird man es wirklich verstehen. Jetzt im Moment werde ich das auch nicht wirklich können, denke ich. Erik, du hast dich ja taufen lassen am Ende des Films und man hat es gesehen. Wie war so dein Weg dahin in dieser Zeit, dass du dich dann auch entschieden hast und gesagt hast, hey, ich mache ganze Sachen mit Jesus? Es war ein langer Weg, weil ich hatte in meiner Vergangenheit, bevor ich die Jungs kennengelernt habe, gar keinen Bezug zum Glauben. Also in meiner Familie auch gar nicht. Und dann habe ich die Familie von Johannes und Philipp kennengelernt und Elli. Und die sind sehr streng gläubig gewesen, sehr regelfokussiert und es war im ersten Moment eher abschreckend. Aber man wird das erste Mal dann herausgefordert. Und so gab es ja dann immer wieder Herausforderungen oder dass dann die Familie gefragt hat, hey, wie stehst du dazu? So, wie erklärst du dir das? Es gab immer wieder Momente, wo man gedacht hat, okay, hier wird man gerade gechallenged. Und irgendwann ist natürlich, als Philipp sich dafür entschieden hat und auch wirklich das Jesus aktiv in sein Leben geholt hat, so krass den ihn eingebunden hat in alltägliche Sachen und es auch wirklich authentisch gelebt hat, da fängt man natürlich an zu fragen. Das geht nicht an einem vorbei. Und als es dann absehbar war, dass es wahrscheinlich dass er in diesem Leben auf der Erde hier nicht mehr gesund wird, war dann halt auch die Herausforderung da, okay, Erik, bete doch mal bitte ehrlich. Also das war auch Philipps Herausforderung an mich. Wo ich dann auch gesagt habe, okay, was ist mir jetzt wirklich wichtig und damit gehe ich jetzt auch zu Gott und sage ihm, was mir wichtig ist. Und am Ende ist es so, alles das, was danach passiert ist, war so krass geführt, dass man, obwohl das eigentlich der schlimmste Tag im Leben war, man trotzdem irgendwie so viele gute Sachen erlebt hat, die einem Frieden gegeben haben, dass ich am Ende dann gesagt habe, okay, es sind mir so zu viele Zufälle gerade passiert, als dass ich abstreiten könnte, dass es Zufälle sind. Es wird irgendwann zu unwahrscheinlich. Und dann habe ich gesagt, okay, weißt du so, du hast mir jetzt alles gegeben. Und das war einfach so ein krasser Moment, in dem ich auch wirklich was erlebt habe, was Echtes ist. Da habe ich gesagt, okay, ich gehe den Bund jetzt ein. Ist okay, machen wir jetzt. Ich finde es mega bewegend. Ja. Ich finde es mega bewegend, wenn du das so erzählst, weil ich glaube, viele kommen auch in solchen Situationen dann eher an den Punkt, dass sie sagen, hey, wie kann Gott sowas eigentlich zulassen? Und gerade in so einer Situation dann Gott aber zu finden, finde ich, es auch zeigt, wie groß unser Gott eigentlich ist, dass er gerade auch in den Lows unseres Lebens uns begegnet und einfach, ja, wie ihn da erkennen und erleben dürfen. Ja. Ich habe die Beerdigung mir angeschaut, ich habe den Film angeschaut. Und irgendwie habe ich gedacht, hey, es ist ja wirklich ein abartiger Hype auch entstanden. Also der Song von den O'Bros, rauf und runter, der Film, wie der dann in den Kinos abgegangen ist und so. Es war wirklich auch, kann man schon sagen, auch ein Erfolg. Einfach auch, ja, wirtschaftlicher Erfolg, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in den Klick. Nicht für uns, ne? Nicht also, für euch. Ich will da eine Trennung reinmachen. Die Doku ist die Doku. Ja. Und wir sind die Real Life Guys. Also wir wurden da begleitet, aber das ist eine Trennung, das ist ganz wichtig. Okay, das ist auch spannend zu wissen. Ja. Also die Doku war dann zumindest mal ein Erfolg und definitiv war es ein Erfolg, was die Klickzahlen angeht. Also es war ja schon unfassbar, wie groß das Ganze wurde. Jetzt habt ihr aber ja keinen Film gedreht, ihr habt keine Story geschrieben, es ist euer Leben, es ist real life. Wie stark war das für euch auch okay, dass eure Emotionen, eure Trauer, euer Schmerz, dass der so mega in die Öffentlichkeit kam? War das gut für euch oder habt ihr euch nicht auch manchmal gewünscht, einfach abzuhauen, ins stille Kämmerchen zu gehen und hey Welt, leck mich? Johannes hat es manchmal versucht. Ich habe es auch manchmal geschafft. Nee, also man sieht auch in der Doku bin ich nicht so viel drin. Also da, ich habe auch gesagt, dass an sich geht es um Philipps Geschichte. Also auch wie Philipp damit umgegangen ist, fand ich extrem stark und ich fand es auch vollkommen in Ordnung so. Genau, von daher, also ich habe das immer 100% unterstützt, als was wir gemacht hat. Ich bin mit dem mitgegangen zu den ganzen Talkshows und so weiter. Aber ich muss jetzt nicht immer
überall auch auf der Bühne stehen. Also, ja. Ich hab's nicht, ja. Ja, und für den Freundeskreis, das war Philipps Wunsch. Und er hat es so gewollt. Und deswegen war es für den Freundeskreis auch okay. Und man muss auch sagen, also die Doku ist, glaube ich, so gut geworden, weil die Anwesenheit der Kameraleute uns nicht groß gestört hat. Die haben es sehr gut hinbekommen, nur dabei zu sein, die meiste Zeit zumindest, und im Hintergrund zu sein und dann sozusagen in die Situation einzutauchen. Und ich glaube, das hilft ja, ich weiß nicht, es hilft natürlich auch, mit YouTube, ganz halt mit Kameras beschäftigt zu sein, ist aber natürlich genauso, wie du sagst, ein Unterschied, ob man das jetzt in dem intimen Bereich macht oder ob man das jetzt dafür auf die Bühne stellt. Und aber dadurch, dass es Philipps Wunsch war, war der Freundeskreis committed. Ja, die Kameraleute sind auch wirklich Freunde von uns geworden. Ja. Und es war dann, ja, also es hat sich schon sehr natürlich angefühlt. So, ja. Es gab auf jeden Fall Momente, so, wo man gedacht hat, boah, jetzt wäre ein bisschen allein, ist dann auch cool. Aber im Großen und Ganzen war es nicht so. Ne? Ja. Ich finde es wichtig, dass nach dem, was einfach war und auch, dass es alles so platziert wurde, aber es geht ja eben weiter. Und ihr habt ein neues, ganz wildes Projekt, ein verrücktes Projekt, und in das wollen wir auch mal reinschauen. So ein Festival hat es in Deutschland noch nie gegeben. 4 Tage voller Bauprojekte, Action, einfach eine nice Zeit zusammen. Wir starten das Festival zusammen mit Hornbach, weil wir gemeinsam mit euch im echten Leben coole Aktionen erleben wollen, die euch für den Rest eures Lebens erinnern werden. Das Highlight ist natürlich, dass ihr eure eigenen Bauprojekte starten könnt. Wir stellen euch dafür kostenloses Werkzeug und Material zur Verfügung und haben richtig viele Profis am Start, die euch bei euren verrücktesten Ideen helfen können. Und auch wenn ihr kein eigenes Bauprojekt habt, gibt es unzählige Workshops, in denen ihr schweißen, löten, gravieren, schrauben und noch ganz vieles mehr lernen könnt. Ihr könnt auf dem größten Trampolin der Welt springen, beim Bungee-Jumping an eure Grenzen gehen, vom Blob ins Wasser katapultieren lassen, spielen und auf unserer Rennstrecke mit Go-Karts oder euren eigenen Fahrzeugen. Erlebt eine riesige Wasserschlacht, Luftballonflüge, Bagger- und Gabelstaplerfahrten und unsere legendäre Schwammrutsche. Außerdem gibt es noch spannende Q&A-Sessions mit Influencern und abends geht es dann nochmal richtig ab. Freut euch auf Strandshows, ein gigantisches Feuerwerk und Auftritte von verschiedenen Musikern. Wer es ein bisschen ruhiger haben will, kann sich natürlich auch einfach ins Lagerfeuer setzen oder unser Open-Air-Kino genießen. Es wird auf jeden Fall eine echt unvergessliche Zeit, also sei dabei und melde dich jetzt für unser Macherfestival. Stabil, Jungs. Ich finde es richtig crazy. Ich habe mir das Reel ein paar Mal angeguckt, ja, und hat mir richtig Bock, auch dabei zu sein. Das ist ja wahrscheinlich schon auch euer größtes Projekt gerade. Habt ihr am Anfang, wo ihr gestartet habt, in irgendeiner Weise daran gedacht, dass das mal so krass werden könnte? Du meinst, als wir mit YouTube gestartet haben? Nee, überhaupt nicht. Also es war ja wirklich so, dass wir es für unsere Freunde gemacht haben. Es war nie so irgendwie geplant. Aber die Idee, so ein Festival zu machen, hatten wir schon relativ früh, weil es uns immer Spaß gemacht hat, irgendwie so größere Aktionen zu machen. Also Philipp hat sogar mal in einem Video gesagt, wo wir so ein Open-Air-Kino gemacht hatten, wo wir auch echt viele Leute eingeladen hatten und es war einfach irgendwie so eine schöne Stimmung da. Und wir hatten auch nachher öfter so Community-Projekte gemacht, wo von sich aus Leute dann auch einfach so ihre Bauprojekte mitgenommen haben, irgendwelche Roller an die Motor dran gebaut haben oder so Surfbretter mit Motor, keine Ahnung, so ganz viele verschiedene Sachen. Genau, und seitdem war schon lange unser Wunsch, so ein Festival zu machen. Und wir haben es uns aber immer nicht so ganz getraut und jetzt machen wir es und jetzt gucken, was draus wird. Ich muss so lachen, als ich das gesehen habe, das Reel. Also wer es mal ruhig haben möchte, der kann sich an diesen Vulkan setzen, der da brennt, das Lagerfeuer. Feuer muss ja auch ein bisschen was sein, ne? Ja, also, voll. Kennt ihr das Wort Ruhe überhaupt? Doch, auf jeden Fall. Also es ist oft genug so, also Johannes ist ja auch häufiger jetzt wieder, geht er seinem Hobby nach und hat dann seine ruhige Zeit. Ich fahre sehr gerne Fahrrad für mich alleine. Also Ruhe schätze ich schon sehr. Ich mag Menschen, aber manchmal mag ich auch einfach meine Ruhe haben. Johannes, was ist denn das Hobby, wo du so zur Ruhe kommst? Also ich mache wieder Naturfotografie. Also okay. Ich gehe wirklich wieder raus und fotografiere so wilde Tiere und da muss man viel warten, sich irgendwo verstecken und dann, ich genieße es voll, auch mal einfach alleine zu sein und da nachzudenken. Ja. Cool. Ernsthaft, Haubentaucher? Ja, Haubentaucher habe ich tatsächlich dieses Jahr nicht gekriegt, aber würde ich gerne nochmal machen die nächsten Jahre, ja. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wahrscheinlich bindest du die an 500 Luftballons oder so und bringst sie ins Fliegen bei. Nee, ich weiß, ist es Zufall? Ich finde gerade die letzten 3-4 Wochen ist so Schlag auf Schlag, was ihr veröffentlicht auch. An Aktionen war jetzt gerade besonders viel in letzter Zeit oder habt ihr einfach gebündelt und bringt jetzt halt gerade raus? Es hat lang gedauert, bis wir, also wir haben das jetzt schon vor einem Jahr oder so angefangen. Wir haben auch ein ganzes Team, was sich darum kümmert, weil wir viel zu unorganisiert sind. Aber wir haben
also bis die ganzen Aktionen wirklich so weit stehen, dass man die veröffentlichen kann, hat halt sehr lange gedauert. Also brauchst ja für alles irgendwelche Genehmigungen, Sicherheitskonzepte und so weiter. Und das ist jetzt erst bei den meisten Sachen fertig. Also zum Beispiel gibt es einen Bungee-Turm, der ist jetzt also zumindest 99% sicher. So Sachen, aber die musst du, ich meine jetzt nicht sicher runterzuspringen, sondern dass es den gibt. So, wenn man runterspringt, ist ja hoffentlich 100% sicher. Wir haben noch nicht selber gebaut. Aber die, also die, da, das hat einfach gedauert, genau, deswegen kommt das jetzt alles so raus. Ja, mega cool. Wenn wir gerade bei Organisation sind, wie finanziert ihr die Projekte? Das ist ja schon noch crazy. Wir haben meistens Sponsoren, also Hornbach und sowas. Ich würde sagen, wir wären nicht reich damit, weil die Projekte immer sehr teuer sind. Auch mit dem Festival ist jetzt, also das ist natürlich über den Ticketpreis. Man glaubt nicht, wie teuer das ist, also so ein Festival auf die Beine zu stellen. Das haben sich auch bisher noch nicht so viele Leute angemeldet. Also wir sind auch froh für jeden, der ein Ticket kauft. genau, von daher, ja, ist immer, aber am Ende soll es bei uns immer einfach eine coole Zeit sein. Und ich glaube, mir ist es wichtiger, dass die Projekte einfach schön sind, sodass ich am Ende sagen kann, ich habe eine gute Zeit gehabt in meinem Leben, als dass ich irgendwie das Geld dann für einen Urlaub ausgeben muss. So. Wer hat den Tesla gespendet? Auto Hero. Ey, das war so geil, das Projekt. Wirklich, das ist sensationell cool. Wir haben gebaut hier, wir sind relativ neu hier drin und ich habe Bekanntschaft gemacht mit dem Thema Bausicherheit. Also haben wir auch schon Bekanntschaft gemacht, ja. Mir hat es so die ein oder andere unruhige Nacht beschert. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das bei euch abgeht. Habt ihr irgendwo ein Ingenieursbüro, die das für euch dann übernehmen, die Genehmigungen für so Zeug einholen oder fahrt ihr nach Holland über die Grenze, um das zu machen, weil es da lockerer ist? Oder wie macht ihr das? Also normalerweise ist unser Vorgehen immer, dass es besser ist oder einfacher, sich nachher zu entschuldigen, als vorher um Erlaubnis zu fragen. Von daher... Ja. Aber das, also haben uns auch die Leute vom Amt oft selber geraten. Also die meisten Leute auf dem Amt sind alles Menschen, die sagen auch, die finden es alles cool, was sie machen, erlauben können sie es leider nicht. Wenn wir nachher kommen und dann, ja, dann muss man gucken, was man draus macht. Aber gerade bei, wir haben jetzt ein Haus umgebaut, auch jetzt vor 2 Jahren war das. Und da ist natürlich auch, also bis jetzt noch, sind wir mit dem Bauamt im Gespräch, sag ich mal. Na, immerhin, man redet miteinander. Ja, schon crazy. Die Strafe muss bezahlbar sein. Ja. Genau, ja. Das war bisher immer sehr human, was die so gesagt haben. Aber beim Festival ist es anders. Also da haben wir wirklich ein also Sicherheitskonzept, Ingenieure, die es abnehmen. Da ist es sicherer als bei uns am Grundstück. Ja, bei uns auf dem Grundstück ist auch noch nicht so viel passiert. Also würde ich sagen, an sich ist es auch schon relativ sicher. Ja, ist erstaunlich, wirklich, wenn ich mir das so angucke. Bei dem Festival, vielleicht da nochmal drauf eingehen. Du hast gerade gesagt, es sind noch nicht so endviele Anmeldungen. Was muss man tun? Kann man einfach hinfahren, sich ein Ticket holen? Oder braucht man eine Gruppe? Braucht man ein Projekt? Oder wie kann ich Teil werden von diesem Festival? Ja, unser Wunsch ist wirklich, dass jeder, der auch noch nie einen Akkuschrauber in der Hand gehabt hat, hinkommen kann und da mal was machen kann. Also wir haben wirklich so Workshops, wo man geführt praktisch ein Projekt hat, was man dann umsetzen kann. Wir haben auch ganz viel einfach Freizeitaktivitäten, also jetzt irgendwie so ein Blob, wo man ins Wasser springen kann und dann schießt so einen anderen Menschen hoch oder so Luftkissen, wo man reinspringen kann, ganz viele Sachen oder einfach so Bubble Soccer, keine Ahnung, so Zeug. Und dann haben wir noch eine riesige Werkstatt mit ein paar hundert Werkbänken, wo man so ganz frei auch Sachen bauen kann. Was uns auch immer freut, ist natürlich, wenn Leute ihre Sachen mitbringen, da kann man sich anmelden, wenn man irgendein Fahrzeug gebaut hat, schon irgendein kleines Kart oder was auch immer, so als Inspiration für die Leute, finde ich es voll schön. Man kann auch einfach hingehen und sich die Sachen angucken, die Leute mitbringen. Da sind auf jeden Fall auch schon echt coole Sachen, so, ja, so Mini-Panzer, die Leute gebaut haben, so ganz verrückte Sachen. Genau, von daher kann auf jeden Fall jeder hinkommen und ich freue mich, wenn, also an sich unser Gedanke war vor allem, dass wir jetzt ja schon die Leute inspirieren, rauszugehen, was mit der Hand zu machen, aber ich glaube, dass das nächste Level ist eigentlich nicht nur inspirieren, sondern Leute wirklich halt praktisch zu befähigen. Und ich glaube, wenn du dort einmal gemerkt hast, okay, es ist gar nicht so schwer, mal was mit dem Akkuschrauber zu machen oder mal zu schweißen oder wie auch immer, dann kannst du es auch später, also fällt es dir vielleicht dazu sagen, okay, ich baue das Regal jetzt mal selber auf oder ich baue mir selber einen Tisch oder wie auch immer. Genau, das ist unser Wunsch dahinter. Jetzt klingt das alles nach endlos viel Spaß und alles irgendwie easy. Aber ihr habt ja schon eine Motivation hinter dem Ganzen, warum ihr das macht. Es ist sicher Spaß, ganz klar, das merkt man auch. Aber was würdet ihr sagen, was ist euer Kernmotiv? Warum habt ihr auch nach dem Tod von Philipp die Arbeit wieder angefangen, weiter betrieben? Es sind ja auch andere Podcasts dazugekommen, wo es jetzt nicht nur um Seifenkisten und Luftballons geht. Es geht ja wirklich auch richtig Deep Talk dabei.
Was ist eure Motivation? Warum macht ihr das? Also ich würde sagen, es gibt zwei Motivationen auf jeden Fall. Das eine ist, wirklich die Leute rauszubringen, weil ich es mega schade finde. Also ich glaube, dieses Gefühl, wirklich was mit den Händen gemacht zu haben, das hoffe ich halt, dass man auf dem Festival auch erlebt, und dann davor zu stehen und zu sehen, okay, das war vorher in meinem Kopf und jetzt steht es da, ist einfach tausendmal schöner, als wenn du dir irgendein Video reinziehst oder irgendwie auf TikTok bist. So, dann ist es im Moment vielleicht ein gutes Gefühl, und wenn du die App zumachst, denkst du dir so, hast du deine Zeit verschwendet. Von daher, das ist auf jeden Fall meine Hauptmotivation, so die Leute rauszubringen. Und natürlich ist es auch immer noch unser Ziel, so den Glauben weiterzugeben, den Leuten Hoffnung zu machen. Das soll nicht so, also wir wollen damit nicht nerven, aber ich glaube allein darüber, dass man merkt, dass bei uns was anders ist, hoffe ich zumindest, als bei vielen anderen so Festivals und sowas, da geht es ja ganz anders dazu meistens. Ja, hoffe ich, dass die Leute merken, da ist was anderes und ja, da kann man sich auf dem Festival zum Beispiel auch informieren oder bei uns auf dem YouTube-Kanal eben dann über Lifeline sich auch angucken, was ist so das, was dahinter steht. Genau, oder die ganzen Videos, die Philipp da gemacht hatte, seine Gesundheitsupdates und so weiter. Genau. Es gibt bei den Amis so einen Begriff, man nennt das Fahrstuhl-Story bei denen. Also weil so ein Fahrstuhl, der braucht irgendwie 2 Minuten, um ins 10. Stockwerk zu kommen. Oder bei uns braucht er 2 Minuten, um ins 1. Stockwerk zu kommen. Erik, du hast jetzt so eine Fahrstuhlzeit, um dein Zeugnis zu geben, deine Geschichte. Ja, was wäre deine Story, die du in 2 Minuten weitergeben möchtest? Also die Real Life Guys sind zusammen, deswegen wird Johannes anfangen. Mich einleiten und ich mache dann weiter. Bitteschön. Nee, ich bin niemand, der jetzt im Fahrstuhl jemanden seinen Glauben aufzwingt. Aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, so, dann würde ich, glaube ich, erstmal sagen, das, warum ich überhaupt an Gott glaube oder denke, dass es einen gibt, ist auf jeden Fall, dass wenn du rausgehst und dir anschaust, wie die Welt aussieht, also ich finde, wer in der Stadt ist und sich manchmal Menschen anschaut, weiß man nicht, nee, aber wer rausgeht wirklich und sieht so die Schönheit der Natur, also und an sich ist der Mensch wirklich das Schönste, denke ich, und das Komplexeste, was es gibt auf der Welt, dass das von selber entstanden ist, halte ich persönlich, also ohne, dass irgendjemand dazu beigetragen hat, halte ich für unwahrscheinlich. Und wenn man zu der Überzeugung kommt oder da mitgehen kann, würde ich sagen, dann kann man sich ja mal auf die Suche machen und gucken, was gibt's alles an, keine Ahnung, höheren Mächten, die da so existieren könnten. Und da habe ich mich auch sehr viel auf die Suche gemacht, mir sehr viel angeschaut. Ich glaube auch, dass es sehr wertvoll ist, sich verschiedene Sachen anzuschauen und dann zu gucken, was Sinn macht. Und da würde ich aber sagen, würde ich jedem empfehlen, weil das war am Ende das, was mich überzeugt hat, einfach mal die Bibel zu lesen, ganz besonders die Geschichte von Jesus. Weil ich finde, alle anderen Religionen, alles, was es gibt, ist am Ende oft doch irgendwie traurig. Also wenn du sagst, okay, alle Gefühle, die du hast, sind irgendwie verkehrt und ist alles Leid und keine Ahnung, ist in Ordnung, aber diese, also die Lebensgeschichte von Jesus, so wie er gelebt hat, sozusagen, er gibt sein Leben auf, er legt seinen Egoismus nieder, und ich glaube, wenn das alle Menschen machen würden, dann würde es so viel Leid auf der Welt nicht mehr geben, dass das einzige Konzept ist, was ich glaube, das funktionieren könnte. Genau, von daher würde ich jedem empfehlen, die Geschichte zu lesen und sich zu überlegen, könnte das was sein, und dann mit Jesus in Kontakt zu treten. Weil ich habe gemerkt, als ich dann irgendwann gesagt habe, okay, war ich an dem Punkt, dass ich das gelesen habe und gesagt habe, gut, fände ich schön, wenn es bei mir im Leben auch mehr in die Richtung gehen würde. Und ich habe einfach Zeit mit Jesus verbracht, gebetet, habe ich gemerkt, dass sich bei mir was verändert hat und ich ganz viele Sachen, wo ich auch gedacht habe, früher kann ich nicht von mir aus ändern, haben sich geändert und ich konnte irgendwie weniger egoistisch sein. Und es hat mir mehr Freude gemacht, hat meinem Umfeld mehr Freude gemacht. Von daher würde ich es jedem empfehlen, genau. Jetzt wäre der Aufzug wahrscheinlich schon lange angekommen, aber er kann dann das nächste Stock werden. Und die Sache mit dem ganzen Zufall, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, wieso es bei mir so passiert ist. So, als ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe und gesagt habe, okay, ich gehe jetzt wirklich ehrlich rein, ich fordere Gott jetzt heraus, hat er dafür gesorgt, dass die ganzen Zufälle wie ein perfekter Plan gewirkt haben. Und ich glaube, jeder sollte mal wirklich ernsthaft es ausprobieren und die Challenge eingehen. Und am Ende wird er sehen, ob der Plan dann da ist oder nicht. Kann jeder selber entscheiden. Mega cool, vielen Dank. Wenn jetzt heute Leute dabei sind, die sagen, hey, wir kennen jetzt die Story von euch, wir haben vielleicht auch schon was gesehen, und sie sehen dieses beeindruckende Zeugnis, dass ihr wirklich als ganze Gruppe seid und sagt, ich würde jetzt eigentlich gerne mal mit diesem Jesus irgendwie anfangen. Was würdet ihr raten? Was wäre so der erste Schritt, was heute jemand tun kann, um mit Jesus zu beginnen?
Also ich glaube, es ist gut, wenn du jemanden kennenlernen willst, so was über ihn zu erfahren. Von daher irgendwie Bibel lesen, mal gucken, was da über Jesus so drin steht. Würde ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und dann einfach wirklich wie mit einem Freund mit ihm reden und ihm sagen, was man erwartet, warum man vielleicht keinen Bock auf ihn hat. Also ich glaube, man kann wirklich ehrlich sein. Man muss jetzt nicht sich irgendwie verstellen. Ich finde, das denkt man oft, denke ich bis heute oft, dass ich ihm manche Sachen nicht sagen kann. Aber ich denke, dann, wenn man wirklich offen ist und ehrlich und zu ihm kommt, dann kann man gucken, ob er einen irgendwie antwortet, ob sich was verändert. Und wenn man denkt, verändert sich gar nichts und macht alles keinen Sinn, dann vielleicht nicht. Aber ich bin überzeugt, dass es nicht so ist. Super, vielen Dank euch. Hey, ein Riesenapplaus. Dankeschön, dass ihr heute bei uns wart. Hey. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Infos unter icf-reutlingen.de.